eins weniger. Diese Dinger sind ganz schön robust, Lancer. Danke. Ich habe sie selbst entwickelt. Du musst noch die anderen beiden ausschalten. Ja. Mal gut, dass die Bremsen besser sind als die Lenkung. So, Nummer 1. Das andere geht da hoch. Entschuldigung, moin. Entschuldigung. Verzeihung. Sorry. Boah. Boah. Also die Panzersteuerung, die ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich ehrlich sagen. Guck mal, wie der wieder hin und her lenkt. Das ist nicht wie ein Auto oder ein Panzer. Ein Panzer sollte eigentlich direkt sein. Ja, ich bin nur hier nur auf der Durchreise. Beruhigt euch. Na klar, die sehen mich auf 2 Meter nicht, aber der Raketenfuzzi, der sieht mich auf 50 Kilometer. Au. Hab noch eins der Dinger gefunden. Zerstöre es, dann ist nur noch eins übrig. Der Raketenwerfer ist echt ganz schön hart, ne? So. Könnt ihr meinen Panzer heilen lassen, bitte? Das wäre ganz nett. Erledigt. Dein Enthusiasmus für Zerstörung ist wirklich beeindruckend. Beeindruckend. Du hast keine Ahnung, Onkel. Ah. Ja, Motor ist schon kritisch, ich verstehe. Das wird übel. Ah, mal gut, dass ich vorher ausgestiegen bin. Oh, war ja gar nicht meine SMG. Was haben wir hier noch für eine Sonderwaffe? Nein, werf doch das Ding weg. Ah, oh, du Dödel. Der wirft das ja weg, obwohl der noch Muni hat. Was soll denn der Scheiß? So, weißt du was? Dann können wir uns ja eigentlich nochmal eine zweite Waffe rausnehmen, oder? Gehe ich jetzt eigentlich richtig? Ja, ne? Das ist eine. Surprise. Surprise. So. Da waren rote Leuchten, da waren rote Leuchten. Ich meine, wenn die hier so eine ganz fiese Abzweigung jetzt gleich machen, dann wäre das schon so ein bisschen unfair, ne? Da geht's noch lang. Ich glaube, das war die erste, genau. Ah, heiß! Eigentlich dann ja gegenüber noch, ne? Oder? Ja, das versuche ich ja. Ja, hupt doch nicht. Meine Fresse. Dann wäre ich ja noch mehr unter Druck gesetzt. Als ich schon nicht allein schon stehe mit dieser riesen Fanbase und diesen riesen Erwartungen. Huch. Ah, alles klar. Okay, hätten wir gleich am Anfang gar nicht unbedingt großartig rübergehen müssen hier, wa? So. Na? Moin. Ihr seht mich nicht. Wie geil, ey. Die sind so blind. Alter, wie weit? Jungs, beruhigt euch. Warum baut ihr die Kühldinger so weit? Mega confused, die Dudes. Aber wie schön, dass sie auch wirklich Kupferfarben für das Kühlsystem genommen haben. So. Ja, dann seh dir das mal an. Wo bist du? Ach, da oben. Warte mal. Die Kühlsysteme sind alle zerstört. Oh, holy shit, was hier los? Ich war doch einfach nur ein Ding. Ich bin unterwegs. Okay, ich sollte hier vielleicht nicht unbedingt. Moin. Lass mich Ruhe. Ich bin schon weg. Alter, wie doof. Ich bin schon weg, alles gut. Na, oh, warum ist hier alles so sensibel im Sandsturm? Ja, es war knapp, da hast du recht. Mein Kontakt im Sperrgebiet könnte ein Lied sein. Ja, lass mich in Ruhe. Löse die Ausfallsicherung aus.
Das war's. Der Kern wird entlüftet. Geh zurück zum Zug. Lass diesen Zug in Ruhe. Es ist mein Heimathafen. Hallo? Du musst alles geben. So. Zack. Was? Ich muss alles geben? Ach so. Ja, backt ein bisschen rum, wa? Der, die Sicht. Okay, gut. Das ging ja schnell. Ich bin jetzt im Netzwerk. Willst du das erledigen, Onkel? Nein, meine Arbeit an Sona-Uno ist abgeschlossen. Ich will sehen, was dieses Programm von dir leistet. Na toll, jetzt bin ich hier gerade voll am Abschmatzen. So. Gucke an hier. Bams. Alter, ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Truppen machen soll. Geil. Ilappa, 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 Ilappa. Jetzt muss ich nur noch hier unten die Windläufer machen. Windläufer. Und hier habe ich Brückenkopf. Sag gerne, braucht Hilfe, er ist gut, aber will nicht sagen, worum es geht. Also auf... Ich muss ehrlich sagen, bei Just Cause 4, da gibt es immer so krass viel zu tun. Das ist mir bei Just Cause 4 natürlich genauso aufgefallen. Kann ich eigentlich auch Schnellreise machen? Nicht mehr folgen, aber hier kann ich Schnellreise machen. Irgendwas noch bei mir in der Nähe zu erledigen. Training. Na gut, komm, dann machen wir jetzt hier diesen. Nimmt sie nicht viel, ne? Ach komm, mach mal hier. Und ab geht's. So. Und Abwurf. Alter, das ist ja geil. Hab ich auch noch gar nicht gesehen hier, die Stadt. Hilfe. Kontrolliere den Sandsturm. Kehre zu Zona Uno in der Region und lass Tormentas zurück, um den Sandsturmkern bei Bedarf zu aktivieren. Verwende das AR, den AR-Scan und folge dem Wegpunkt zur Konsole. Aktiviere und oder deaktiviere den Sandsturm per Knopfdruck. Das ist ja cool. Aber ich wüsste nicht, wofür ein Sandsturm gut ist, außer dass die Gegner halt, sag ich jetzt mal, blind sind. Hä? Ich kann es nur mal wieder sagen. Ich bin verwirrt von den Leuten, die hier einen Führerschein haben. Da ist ein Luftschiff. Ist ja cool hier. Kenn ich ja gar nicht. Krass, ey. Riesen Fußballstadion hier. Ah, der Rasen hätte ein bisschen mehr gepflegt sein können. Ist ja cool. Moin. Hä? Achso. Oh, guck mal, die Tür hätte ich sogar aufbekommen. Das ist ja cool. So, jetzt wollte ich aber da oben das Luftschiff noch ein bisschen... mich noch ein bisschen aneignen. Schade. Ich dachte, ich komme da hoch. Dann machen wir es ganz kurz mal anders. Oh, guck mal da. Ich glaube, hier ist auch wieder so ein Maya-Tempel hier. Da hast du doch auch so eine Mission zwischendurch. So. Ach, das ist so geil, dass du hier diese so eine Möglichkeiten hast. Oh, guck mal, da hinten ist Tornado. So. Ich glaube, die werden von Drohnen verfolgt, kann das sein?
Ah, da sitzt ja echt wer drin. Okay, cool. Dann wird die Sache ja wieder relativ einfach. Sagte er. Wir haben hier mögliche Feindaktivität. Suche läuft. Das ist gar nicht wahr. Stimmt nicht. Ah. Tschüss. Ich koppel mich da mal ab. Boah, wunderschön. Es geht mir ein bisschen zu langsam. Konnte nichts finden. Kehre auf meinen Posten zurück. Mach mal. Suche nach Feindbeenden. Nehmt doch. War das der? Hab einen weiteren Spion ausgeschaltet, Sargento. War das der da drin, der gesprochen hat? Kann doch gar nicht sein. Ja, ich hab abgeschossen. Guck mal hier. Die rote Hand. Die schwarze Hand. So. Haben sie natürlich ihr besten Treffpunkt ausgewählt, wa? So, zack. Hey, Rico. Sargento und sein Team müssen die Windkanonen in Nueva Voz aufbauen. Aber es gibt ein Problem. In der Stadt wimmelt es nur so vor Soldaten der Schwarzen Hand. Wir brauchen eine Ablenkung. Begib dich nach Nueva Voz und finde einen Panzer der Schwarzen Hand. Ich habe dir einen markiert. Mist. Jetzt konnte ich nicht mal meinen Snack hier auspacken. Mann. So, auf geht's. Auf geht's ins Getümmel. Wie sieht dein Plan aus? Zuerst klauen wir den Panzer. Wenn die Schwarze Hand nach ihm sucht, locken wir sie in einen Hinterhalt, damit Sargentos Team die Windkanonen bereit machen kann. Kein Problem. Ah! Das war ein bisschen zu tief. Okay. Ja, sorry. Beruhige dich. War nicht so böse gemeint. Ach, das ist der coole. Hab den Panzer oder? Gefunden. Sehr gut. Bring den Panzer zu den folgenden Koordinaten. Oh, wie mies, ey. Da verlocken die einen gleich schon direkt die Leute hier abzuballern, die hier rumstehen. So, wo muss ich jetzt hin? Ich brauche erstmal eine Map. So. Hier. Na, ist gleich. Windläufe? Hä? Achso, das heißt das einfach nur, dass das jedes Mal die Mission ist. Na gut, dann fahre ich jetzt einfach hier lang. Schnauze! Ich glaube, ich darf mit Panzern nicht so schnell fahren. Entschuldigung! Helikopter gibt es also auch. Oh, jetzt sind so viele Zivilisten, aber ich glaube. Ich glaube, da kannst du gar nicht drauf verzichten, dass du die aus Versehen mal verletzt. Aber Rico ist natürlich der Samariter, der schickt dann die Rechnung. Oder beziehungsweise bezahlt die Rechnung. Hilfe, was ist los hier? Alles schwarz hier, voller Rauch. Vorsicht! Ich hupe mal. Mensch! Leute! Wenn rot ist, ne? So. Ich bin da. Perfekt. Angriff! Ciao. Ich bin da, ja, was soll ich machen? Ach, das sind unsere, geil. Ich bin nur mal kurz davor, auf alles zu ballern, was ein bisschen aussieht wie Militär. Achso, moin. Entschuldigung. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier irgendwo zwischendurch treffe. Ah, geil. Mögliche Bedrohung. Schau mir das mal an. Mögliche Bedrohung. Ist das unser? Okay, ist irgendwie ein bisschen schlecht animiert. Vorhin kaum komme ich. Alter, ich müsste da oben mal hochfahren. Kaum bin ich auf der Seite hier. Kommen die von der anderen. Gut, machen wir es halt so. Ach, hier.
Ja, ich weiß, das war nicht gemeint mit der Granate, aber... Boah. Oh, ist ein Guter. Okay. Sargento, wie sieht es mit den Windkanonen aus? Wir sind etwa zur Hälfte fertig. Beschäftigt sie noch etwas, dann haben wir sie gesichert. Weiter so, Leute. Ach ja, Helis gibt ja auch noch. Hat das unser, okay. Boah, ja, das ist ja halbwegs ausgeglichen hier, wa? Boah, ja, fast gar nichts mehr machen. Ja. Brauchte ich den Panzer jetzt eigentlich? Muss ich den heilen lassen oder kann ich jetzt auch aussteigen und so ein bisschen mit... mit rocken? Alter, was? Die machen sich ja sowas von pleite. Und vor allem, wie viel Kosten die Schwarze Hand einfach nur haben muss, wenn die hier 10 Millionen Leute schicken. Ja, 60 Sekunden noch. Wir konnten ja was haben. Lass uns das nächste Mal was Schnelleres klauen. Joa. Mensch. Hat das schon abgeschlossen oder was? Kann ich jetzt hier Iapa? Ah ne, hier Windläufer geht weiter. Joa, wie sieht's aus? Muss ich den jetzt hier liegen lassen? Obwohl, ich kann mir auch eigentlich einen neuen anfordern. Dann fliege ich da vorne hin. Und dann fordere ich mir einfach einen neuen an, weil mit Panzer fahre ich eigentlich mal ganz gern. Das macht doch mal relativ viel Spaß. So, machen wir hier Reiser bitten. So. Ach ja. Ist mal sehr entspannt hier mit Schnellreise. Vor allem, wenn du die ganze Map eh schon erkundet hast. Deswegen finde ich das eigentlich ganz geil, wenn man diese ganzen Gebiete schon hat. Lalala. Aber gut, das Sniper habe ich bis jetzt noch nicht so vermisst, muss ich ehrlich sagen. So, das Luftschiff, das eignen wir uns auch noch an. Niemand mag Überwachung. Warte mal. Das würde ich mal ganz gern wissen. Shit. Ah, Mist. Da hätten wir es ausnutzen können. Das war das Ding mit einem Schuss quasi killen. Na gut, dann machen wir es halt so. Das geht ja auch. Hallo. Oh! Mann. Manchmal komme ich ja mit der Steuerung nicht ganz klar. Ich Idiot. So, das wollte ich. Sorry. Sieht aus wie ein ganz normaler Passant. Wie ein Zivilist, aber es ist, glaube ich... Es ist, glaube ich, würde ich behaupten, jemand von der Schwarzen Hand, wenn er das Ding fliegt. Also da muss ich ehrlich sagen, habe ich kein Erbarmen. Ein Luftschiff weniger, ein Problem weniger. Hohoho, 300, Mensch, das ist ja wenig. 1900, 2200, ja gut, geht. Ja, geht. Oh. Bin in Position. Perfektes Timing. Wir haben einen Tornado. Gut, evakuiert die Stadt. Bin schon dabei. Caesar, alles okay? Ja, bestens. Ich verfolge den Tornado. Der Sturmjäger läuft einwandfrei. Alter, wie behaart er ist. Wir sehen uns. Hörst du das? Rico, die schwarze Hand ist hier! Rico! Wiederholen. Mira, die schwarze Hand will die Kontrolle über die Windkanonen. Verdammte Scheiße! Wenn wir sie nicht zerstören, lenken sie den Tornado um.
um und unser Plan ist futsch. Dann weiter zur Stadt. Ich kümmere mich um die Windkanonen. Eieiei. Jetzt geht's ab.